Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Pfote. Ich bin hier heute in Cherms unterwegs und auf der Suche nach Katrin. Die ist nämlich Physiotherapeutin für Tiere. Aber ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was das so richtig bedeutet. Und deswegen fragen wir sie am besten selber. Kommt mit. Ja, wo ist sie denn, die Katrin? Da ist sie schon. Hallo Katrin. Hallo. Hi, grüß dich. Was machen wir denn heute? Gehen wir jetzt schwimmen? Na, hör nicht, da ist ein bisschen zu kalt. Wir schauen uns heute einen Hund an. Einen Sporthund, einen Patient von mir. Einen Patienten? Okay, dann gehen wir mal schauen. Okay, also du bist ja eine Physiotherapeutin für Tiere. Was bedeutet denn das? Genau, also das Tier besteht ja aus Knochen, Gelenke, Muskeln. Okay. Und es soll kann einmal wehtun oder irgendein Problem sein. Und ich tue das behandeln, indem ich massiere. Muskeln aufbauen, also Stärken tue, Schmerzen lindern, mit Massagen. Also eigentlich alles das, damit es dem Körper gut geht. Interessant. Und jetzt treffen wir gleich einen Hund. Genau, jetzt treffen wir einen Hund, einen Sporthund. Dann gehen wir, schauen wir alle Monate mal an, damit er dann sicherlich keine Probleme kriegt. Wenn er jetzt so viel Sport macht, muss er auch fit sein. Ja, damit er richtig gut Sport machen kann. So. Genau. Okay, so dann schauen wir mal. Genau, schauen wir uns an. Oh, das wahrscheinlich ist die Patientin. Genau, das ist die Gracie, unsere Patientin hier. Okay, da muss ich zuerst einmal zur Gracie hin, dass sie mich kennt. Hallo Gracie, guten Morgen. Hallo. Ja, wir schauen jetzt ein bisschen zu, wie die Behandlung mit der Katrin verläuft, gell? Genau. Super. Fein. So, und jetzt? Und jetzt am besten einfach mal grad Richtung Baum animieren. Worauf achtest du jetzt eigentlich? Also ich schaue, ob sie jeden Fuß gleichmäßig belastet oder ob sie irgendwo ein bisschen hinkt. Ich schaue mir an, wie der Kopf sich mitbewegt, wie sich der Bauch mitbewegt, ob sie speziell den Kopf am Lauf eine Seite hinhebt und auch, ob der Schwanz sich schön mitbewegt. Also das ganze Skelett vom Hund wird jetzt hier einfach nur mit dem Blick untersucht. Genau. Und beim Laufen jetzt, was erkennst du da jetzt? Also bei der Grace schaut es soweit eigentlich ganz gut aus. Bei ihr, dadurch, dass sie ein kleines Problem am Ellbogen hat, merkt man selber ganz einen kleinen Unterschied, aber nichts Schlimmes. Aber jetzt machen wir dann trotzdem eine kleine Therapie für sie, oder? Genau, für ihr machen wir trotzdem regelmäßige Therapie, einfach damit es nicht so weit kommt, dass es fällt. Prävention. Ah, okay, so heißt das. Ja, genau. Das schauen wir uns jetzt an. Bin ich schon gespannt. Genau, na wohl. So, Gracie, komm. Komm. Okay, auf mich hört sie nicht. Aha, okay. Das ist also deine Praxis. Genau, das ist jetzt die Praxis für Hunde mit allem, was wir für die Therapie brauchen. Interessant. Okay, und was passiert jetzt? Jetzt legen wir den Hund auf die Matte und schauen ihm mal von oben bis unten komplett durch. Okay. Genau. Mit der Massage fangen wir an, damit sich der Hund ein bisschen an mich gewöhnt, damit wir uns ein bisschen kennenlernen, damit er sich entspannt. Damit er ein bisschen Vertrauen gewinnt. Genau. Okay, Katrin, und wie ist das jetzt, wenn du da irgendetwas erkennst, ein Problem? Also, da erkennt man jetzt zum Beispiel ganz gut, sie hat beim Brustkorb haben wir ja die Rippen. Und zwischen den Rippen da merkt man auch, wie sie zusammenzuckt, haben wir eine kleine Verspannung drinnen. Das kann kommen von der Atmung. Vom schnellen Starten stoppen. Das hat verschiedene Ursachen, das ist nichts Schlimmes. Das massieren wir jetzt einfach raus und nachher zwickt es dann immer. Okay, soll ich da auch ein bisschen? Da kann man das ganz gut spüren, da macht man so einen Knubbel. Interessant, ja, aber das lasse ich dann lieber doch dich. Genau, also man muss halt ein bisschen das Händchen holen beim Tier, das Problem zu erkennen, weil Tiere können ja nicht reden. Und dann muss man eigentlich mit den Händen ganz viel fühlen. Und auf die Reaktionen achten. Und wenn
aber bei ihr das Problem, da beim Ellbogen haben, machen wir jetzt ein bisschen Schmerztherapie mit dem Laser. Oh, das klingt interessant. So, der Laser. Und nicht zu vergessen, Schutzbrillen. Wow. Für uns alle. Sogar für den Hund gibt es welche. Okay, und dieser rote Laser, der durchdringt jetzt irgendwie die Haut oder und das Fell? Genau, der durchdringt Haut, Fell und geht bis zu den Knochen, bis zum Gelenk rein. Und der hilft einfach, die Schmerzen zu lindern und das Gelenk besser zu durchbluten. Super, aber das scheint mir aber schon alles ziemlich entspannend für den Hund zu sein, ne? Genau, also das ist jetzt ist ein Entspannungsprogramm, aber nicht zu vergessen, danach darf sie noch ein bisschen Übungen machen und ein bisschen trainieren. Oh, da sind wir schon gespannt, wie das aussieht. Genau. Okay, ich glaube, ich gehe da mal mit. Komm. Ja, ist gar nicht mal so einfach. Na, nicht mal gut. So. Ja, gut. Brave Grace. Und nochmal. Husch. Und die Belohnung ist vergessen. Grüezi, Max. Wow. Auch noch ganz aufhängen. Genau. Das muss schwierig sein, ha? Ja. Und man sieht auch, wie die Muskeln zucken. Aha. Wir müssen wirklich gut arbeiten. Boah. Aber die Grace, die ist aber schon ganz schön fit, ha? Genau. Ja, hast du immer so fitte Hunde hier? Nein, meistens sind es ältere Hunde, die schon ihre Problemchen haben, indem man muss helfen, damit es ihnen gut geht. Oder man hat auch Hunde, die schon Operationen gehabt haben, okay, oder eben Unfälle. Also sie ist immer eine von den ganz fitten, aber sie ist leider nicht allem so. Und gibt es da noch andere besondere Therapieformen? Also was es noch gibt bei mir in der Praxis, ist das Hundeschwimmbad. Für Hunde, die was im Winter zum Spaß schwimmen möchten, für Hunde, die was Operationen gehabt haben und die Muskeln aufbauen müssen, oder die was nicht mehr laufen können, einfach damit sie sich im Wasser ein bisschen bewegen können. Boah, das sieht aber ganz schön spaßig aus, das Schwimmbad. Du, aber hast du eigentlich auch andere Tiere oder nur Hunde? Also neben Hunde habe ich nur größtenteils Pferde. Pferde? Mhm. Boah, da sind wir jetzt aber besonders gespannt. Katrin, ich glaube, ich sehe schon unseren nächsten Patienten. Genau, jetzt schauen wir ins Pferd an. Okay. Das ist der Firion, ein Rennpferd. Firion. Genau, und der hat es ein bisschen am Rücken. Das schauen wir uns rein tun. Oh, ein Rennpferd. Ganz genau. Boah, da muss aber schon alles zusammenstimmen, wenn die dann richtig schnell laufen müssen und Sport machen. Genau, deswegen ist ganz wichtig, dass bei den Hochleistungssportlern, dass sie fit sind, dass sie nirgends wehrhaben, damit sie auch eine gute Leistung bringen können. Aha, okay. Und was erkennst du jetzt da an diesem Gang? Also bei ihm sieht man jetzt eindeutig hinten bei den Beinen, ein Fuß geht weniger weit vor als der andere. Das kommt vom Becken, ist aber nicht weiter schlimm. Das ist mit ein paar Manöver wieder hinzukriegen. Eingerenkt. Genau, aber eingerenkt. Das ist unglaublich, was du alles für kleine Feinheiten da erkennst. Hast du schon eine gute Erfahrung? Ja, da braucht man schon ein bisschen Schulung, also Blickschulung, dass man das Ganze auch kennt. Das ist als Übung. Übung macht den Meister. Mhm. Also erst ist es wichtig, dass ich mal zugeht zum Pferd, dass er mal mich kennenlernt. Und dann war wichtig, die Muskulatur, also von Hals, Schulter, Rücken, zu massieren, zu lockern, damit es dir mich kennenlernt, damit ich schon Verspannungen spüren, damit ich die auch schon gleich behandeln kann. Ja, und hast du da eigentlich nie Angst vor diesen großen Tieren, dass da etwas passieren könnte, wenn du sie behandelst, also wenn die dich nicht kennen und so? Also Angst darf man nicht haben. Gesunder Respekt ist in Ordnung. Okay. Selber muss man allem haben. Pferde können beißen, können stoßen. Es ist logisch auch ein bisschen ein Berufsrisiko, aber mit einem gewissen Vertrauen, mit Ruhe und Einfühlsamkeit fällt auch nichts. Okay. Genau. Dann schauen wir uns jetzt an, was du jetzt da machst.
Greta. Okay. Boah, so durchstrecken also richtig. Genau. Boah. Also je nachdem, wo die Seite härter oder tiefer ist, müssen wir nach oben, nach unten das Bein und sozusagen dann auch das Becken, das hängt ja zusammen. Wenn das gemacht ist, schauen wir uns dann nochmal die Bewegung an, ob es jetzt passt oder ob wir nochmal zu ihm müssen. Okay, das sieht aber schon wirklich beeindruckend aus, was du da mit diesem großen Tier da so machst. Boah, ist jetzt die Behandlung eigentlich abgeschlossen? Also die Behandlung an sich schon, jetzt gibt es noch einen kleinen Zusatz mit den ätherischen Ölen. Okay. Einmal für den Rücken, eben dadurch, dass er auch ein bisschen einen problematischen Rücken hat. Und einmal für seinen Magen, er hat auch mal ein bisschen Magenschmerzen und ein bisschen Verstopfung. Und da kriegt er noch ein paar Öle auf den Bauch hingrieben, einfach damit es ihm allgemein ein bisschen besser geht. Okay, kann ich da vielleicht helfen beim Aber Eintreiben? Natürlich, sehr gerne. Okay. Und jetzt direkt da drauf inschmieren. Okay. Einfach drauf. Der Herr Dr. Stefan macht jetzt eine Massage. Und Hü. Und Hü. So. Und Hü. Und Hü. So. Und schön inreiben. So. Super, perfekt. Immer natürlich den in Fellrichtung. Ja, perfekt. Den Haaren entlang. So. So, mein Lieber, jetzt sind wir am Ende von der Behandlung, oder? Genau, das war der krönende Abschluss. Und jetzt ist er eigentlich wieder fit fürs Training. Okay. Und kann auch dann, wenn die Saison wieder startet, wieder voll in die Rennen starten. Ja, mit hoffentlich gutem Erfolg. Ja, ja, da wünschen wir alles Gute. Wir sind schon am Ende von Pfote angelangt. Vielen Dank, liebe Katrin, dass du uns deine tolle Arbeit gezeigt hast. Sehr gerne, danke, hat mich voll gefreut. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal bei Pfote wieder. Wow, Schatz. Thank you.